Der Kleiderbügel und das Unsagbare. Als der Zug jetzt über die Grenze fährt, setzt die Landschaft ein. Variation auf ein verborgenes Thema. Ein Handtuch nämlich ist hängen geblieben im Abteil, das einer benutzt hat, den ich mir in die Haut reibe. Kleine Schuppen fallen von den Augen ins Dunkel der plötzlichen Gegend, die ich allein durchwandere. Dort nämlich hocke in jenem Schuppen bei knappem Licht, ein Huhn rupfe, sänge die Flaumfedern. Wer wird es essen, mein totes Tier? Ich weine den Kochtopf randvoll, muss weiter. Kommt nämlich vielleicht ein Fremder, sagt, es ist gut gesalzen. Schaut auf den fahrenden Zug, sieht eine sich ein Handtuch um den Leib wickeln. Ein Mann tritt ins Abteil. Er hat sich geirrt, aber hängt seine Jacke an den Bügel, noch immer im Schuppen ich, wo der Fremde sein Lager aufschlägt, für eine der ganz und gar trostlosen Nächte. Ein Baum, ein Weg parallel zu den Gleisen, geht die Melodie, die den Bügel wiegt, man muss nämlich laut summen, wenn man sie nicht kennt, die Dissonanzen, jawohl, sie bessern uns. Als der Zug jetzt über die Grenze fährt, ein Handtuch nämlich ist hängen geblieben. Ins Dunkel der plötzlichen Gegend. Wer wird es essen, mein totes Tier? Kommt nämlich vielleicht ein Fremder. Ein Mann tritt ins Abteil. Noch immer im Schuppen ich. Die Dissonanzen, jawohl, sie bessern uns.